Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Autopaaren American Cars. Heute möchte ich euch die Frage beantworten, was verbraucht ein amerikanisches Auto? In den Köpfen der Leute ist immer drin, ein Ami braucht Minimum 20 oder 25 Liter, wenn du den einmal gestartet hast, ist der Tank halb leer und Sprit kannst du nicht bezahlen oder kannst du eine Tankstelle mit dazu kaufen. Stimmt alles nicht. Das war vielleicht vor 20 oder 25 Jahren mal so, aber heutzutage sind die Autos alle technisch vorangeschritten. Ich zeige euch einfach mal bei einem V6 Mustang, was so ein Auto wirklich verbraucht. Wenn wir das Auto starten, kommen wir ins Hauptmenü und können dann einfach unter dem Punkt Trip Fuel auswählen und können uns die Tageskilometerzähler anzeigen lassen. In dem Fall war die Strecke 145,5 Kilometer bei einem Durchschnittsverbrauch von 11,5 Litern. Wenn wir uns nochmal die Unterpunkte angucken, wie der Verbrauch war, waren wir im Durchschnitt bei 11,6 Litern innerhalb der letzten 30 gefahrenen Minuten. Das ist ein moderater Durchschnitt. Viele Kunden schaffen es sicherlich auch noch, den Schnitt noch weiter runterzutreiben. Aber 11,6 Liter ist absolut in Ordnung für einen über 300 PS starken Mustang. Natürlich sind diese Verbrauchswerte nur Durchschnittswerte. Das ist jetzt ein Auto gewesen. Aber ich hoffe, ihr konntet daran schon mal erkennen, dass die Autos nicht mehr 20 oder 25 Liter verbrauchen, wie es früher mal war, sondern dass man sie mit einem moderaten Spritverbrauch auch fahren kann. Auch im Alltag problemlos. Es kommt auch noch ein Video, wo man das mal etwas ausführlicher testet, wo wir mal auf der Straße das ausprobieren, was das Auto dann verbraucht und dann nochmal einen Durchschnitt errechnen, wo ihr dabei sein könnt. Bis dahin muss ich euch um etwas Geduld bitten, aber ich sage trotzdem danke fürs Zuschauen und wenn ihr Fragen habt, wie immer, kommentiert, schickt uns eine E-Mail, WhatsApp, wie auch immer, folgt uns, abonniert unseren Kanal. Danke, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!